Jo, hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal Collect and Trade. Andy, ja, ich bin's wieder. Wir haben heute hier etwas liegen von Fabled S. Fabled Saga, ja, ein Display aus dem Kickstarter. Die kam heute bei mir an und dementsprechend wollen wir das mal öffnen, gucken mal da rein, wie das hier aussieht. Guckt euch die Verpackung an. Lange Zeit ist es her, dass ich ein Video gemacht habe, aber was gut sein will, braucht lange oder wie sagt man, keine Ahnung. Gucken wir mal rein, wie das hier aussieht, ja. Ich habe schon mal ein paar Karten geöffnet heute. Zum Beispiel sowas hier gezogen. Ich hoffe, wir pullen was richtig Cooles daraus. Werden wir aber sehen. Werden wir aber sehen. Ich lege die mal hier hinten in der Ecke, dass man die so ein bisschen angucken kann, während wir hier in dieses Display reingucken. Ich weiß nicht, was eins kostet. Keine Ahnung. Falls ihr Interesse habt, können wir dazu auch gerne mal ein Boxbreak oder so auf Whatnot oder Vogt oder so machen. Let's go. 24 Booster sollen da drin sein in jedem Display. Hoffen wir, dass die auch alle da drin sind. Papier einmal zur Seite. Hier unten steht es drauf. Ja, 24 Booster Packs. Deswegen rein in die Olga, würden manche sagen. So. 24 Packs. Keine Ahnung, was da alles drin sein kann. Ist ja aus dem Kickstarter. Ich glaube, die Packs sind voll mit geilem Scheiß. Und ich glaube, wir brauchen eine Schere. Ich hatte vorhin noch irgendwo eine Schere. Hier habe ich sie doch. Hier habe ich sie doch direkt liegen. Hier ist die Schere, die wir heute benutzen werden. Und dann gucken wir mal in die Booster rein. Schauen, was da drin ist. Vielleicht lohnt es sich, nochmal ein bisschen ran zu zoomen. Die Geschichte, so sieht es doch schon besser aus, denke ich. Die Verpackung, der Booster. Boosterpackung sieht so aus. Ich hoffe, die Qualität ist in Ordnung. Dass man das alles gut erkennen und lesen kann hier. Kickstarter, Fabled S, ab 13 Jahren. Und hier steht quasi irgendein Text drauf. Wenn ihr den lesen wollt, gerne kurz stoppen und ab geht's. Also, angeblich soll hier keine bestimmte Order drin sein, keine bestimmte Rarities garantiert oder so. Aber ich glaube, dadurch, dass Kickstarter bestimmte Stretch Goals erreicht hat, sind hier doch schon einige Rare-Karten drin. Oder Holos oder was auch immer. Gucken wir mal. Ja, das gefällt mir von dem Handling immer noch nicht so ganz, dass ich das jetzt hier immer so zur Seite weglegen muss. Ich würde das gerne hier unten machen. So. Passt das so? Ist das so für euch in Ordnung? Kann man das lesen? Ich glaube nicht, ne? Das ist das Thema. Bane Attacorp. Ist doch Wurst. So, wir wollen die geilen Hits hier sehen. Wir wollen hier geile Hits sehen. Aha, aha. Und da glitzert auch schon was. Hallöchen. Wen haben wir da? Das ist die Astralis Rosalie. Rosalie. Hallo. Aha, hier haben wir einen Orb. Und? Okay, die letzten beiden Karten sind auch immer nichts Besonderes. Hier haben wir einmal die Rückseite. Sieht man die, dass sie so ein bisschen behandelt ist? Die ist nicht so glatt wie die Vorderseite der Karte. Ich glaube, diese hier sollten wir einsleeven, oder? Ich glaube, die sollten wir sleeven. So, eingehüllt ist die Tante. Schöne Karte auf jeden Fall, kann man nichts gegen sagen. Sieht gut aus. Ne. Gut, gucken wir in die nächsten Dinger rein. Ist ja auch egal, ob es leckt oder nicht. Es geht um die Karten. Es geht um die Karten und wie sie aussehen. So, nächstes Booster. Gucken wir mal rein. Was haben wir da? Nummer 1, Nummer 2. Wenn euch besonders auffällt, dann gebt gerne Bescheid. Wir wollen hier aber auf jeden Fall die Hits sehen. Die Hits, die interessieren mich. Das ist eine Rare und dahinter haben wir... Oh, das ist tatsächlich die Rare und dann gibt es nichts mehr in dem Booster, alles klar. Eine Rare nur. Eine Rare in dem Booster gewesen. Das geht besser, würde ich behaupten. Das geht doch wirklich besser. Lass uns die Karten angucken. Also die sind vorne, wenn es keine Holos sind, alle einfach nur flach, glatt. Ja, kann man hier vielleicht sehen im Licht. Die sind einfach nur glatt. Rückseite halt nicht. Die ist mit einer gewissen Struktur vorhanden. Aber gut, was soll's. Müll zur Seite. Weiter geht's. Let's go. Wen haben wir hier alles? Wen haben wir? Haben wir wieder eine Holo drin oder nicht? Ja, noch eine. Und? Yes, wir haben eine Crystal Blade. Eine Crystal Blade Karte hier. Mit einer schönen Struktur drauf. Wenn ich es näher an die Kamera halte, könnt ihr die Qualität hoffentlich auch sehen. Der Autofokus sollte gut arbeiten. Also sieht schon ganz cool aus. Oder was sagt ihr dazu?
Ich finde, das sieht gut aus. Sehr schön. Und wieder zwei Standardkarten. Da kann was rauskommen. Jetzt haben wir vier Booster, zwei Holos. Also aktuell nach dem Schema, jedes zweite Booster ist eine Holo. Oh, wer ist das denn? Hallöchen! Also die Artworks, muss ich sagen, die gefallen mir ja schon sehr gut von diesem TCG. Auf jeden Fall schön. Schön gezeichnet alles. Und da haben wir die nächste Rare. Die nächste Rare. Sie wirkt ein bisschen überbelichtet, wenn ihr mich fragt. Und der nächste Orb plus eine Schalange. Ein Token. Plus ein Token. Weiter geht's. Weiter geht's. Man sieht die Booster gar nicht, ne? Ist aber auch nicht schlimm, weil wir wollen ja die Karten aus den Boostern sehen. Machen wir das einfach mal so. Schreibt gerne mal, wie ihr das Setup findet, wie ihr die Audioqualität findet. Eigentlich könnte man auch so vorgehen, dass man sagt, man packt zwei Karten von hinten nach vorne, dann hat man nicht immer den Spoiler direkt, bevor man die Tokens sieht. Orb und Token, besser gesagt. Aber gut, machen wir es so, wie wir es angefangen haben. Zu Ende, würde ich behaupten. Habt ihr von Fabled schon was geöffnet? Wenn ja, wie findet ihr es? Ist es schön oder würdet ihr euch etwas anders wünschen? Man kann ja bei den ganzen Rare-Karten und so kann man eigentlich immer ganz gut... Oh, die kenne ich irgendwo, ja. Oh, die Booster ähneln sich auch, ne? Vom Shuffling her sieht es teilweise ähnlich aus. Da ist die Rare, Orb und der Token wieder. Come on, wir haben bis jetzt immer noch nur zwei Holos. Das darf dabei nicht bleiben. Ich möchte zumindest eine geile Sache da drin haben. Was ist das denn? Ich dachte, die Kickstarter-Dinger, die wären hot. Wären richtig hot, dachte ich. Oh, schöne Karte. Aha. Hallöchen. Ui. Die sieht auch cool aus. Und wieder eine Rare. Mit einem Water Orb und wieder der Schlange. Wieder der Schlange. Also wir kriegen hier auf jeden Fall Doubles raus. Das gefällt mir jetzt nicht so. Aber was soll's? Was soll ich machen, ne? So, nächstes Pack. Machen wir mal zwei von hinten nach vorne. Dann haben wir zuerst den Orb und den Token. Archnode. Warum steht auf der Karte oben Archnode? Das ist doch der Name des Sets, oder nicht? Das ist doch der Name des Sets. Und... Hallöchen, wen haben wir da? Guckt's euch an. Die nächste holographische. Die ist schön. Die Farbkombination gefällt mir. Was sagt ihr dazu? Die findet Rarity Mystery oder so? Die hat da unten so ein M. M und Sternchen. Ja, wie gesagt, ich weiß tatsächlich nicht, welche jetzt die Mega-Hits hieraus sind, aber hat dieselbe Rarity wie die. Und die hat ein P. Die hier hat ein P. Und die beiden haben ein M. Wofür auch immer das stehen mag. Legen wir die ruhig mal hier oben hin. Unsere Puls. Unsere Puls bisher. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, was so ein Display kostet. Ich habe es einfach damals quasi mitbestellt zu den anderen Sandy Shore Displays, die dann in Zukunft noch kommen sollten. Und habe das schon wieder komplett vergessen. Aber wenn ihr wollt, können wir auch mal zusammen so ein Ding hier öffnen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und dann treffen wir auf uns auf Walked und dann machen wir da irgendwas mit. Dann machen wir da irgendwas mit, denn ich habe noch ein Display auf jeden Fall. Eins habe ich noch, das könnte ich mit euch gemeinsam öffnen, wenn ihr wollt. Ich bin jetzt nicht darauf aus, alles für mich selber zu öffnen. Das ist ja Quatsch. So. Feuerorb. Guardian Spirit. Okay. Eigentlich haben die Artworks es verdient, mehr darauf einzugehen und sich das länger anzugucken. Aber ich möchte einmal mit euch herausfinden, was hier so im Durchschnitt rauskommt. Damit, wenn ihr die Lieferung jetzt auch bekommt, mal seht, was kriegt man aus so einem Display vielleicht raus, was kann man da eventuell erwarten, ne? Und damit ich die Karten einfach mal sehe. Ich habe bis jetzt ja nur Patreon-Karten zuvor gehabt. Katze! Und nichts weiter. Einige düstere Karten dabei war. Und wieder keine Holo. Ich bin so ein Holo-Sammler. Also ich bin ja allgemein eher ein Collector. Von dem her
möchte ich eigentlich Holos sehen. Was bringen mir Rares, die nicht glitzern? Hallo? Was soll ich damit? Kann ich nichts mit anfangen. Da freuen sich meine Augen nicht so. So. Orb. Wieder Guardian Spirit. Mhm. Und wieder die Karten. Die kennen wir alle schon. Und... Ne. Irgendeine Resonator Ganon. Okay. Okay, okay. So. Hälfte des Displays haben wir durch, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, wie groß das Set ist. Also über 141 Karten müsste es haben, weil hier steht nur 141 drauf. 144 sogar auf der. Kennen wir auch schon. Und da haben wir wieder was. Da haben wir wieder ein M. Wieder eine M-Holo. Mystic oder was auch immer das bedeutet, das M. Da ist auf jeden Fall die nächste. So. Wir haben jetzt so einen Stapel schon an Non-Holos. Und vier Holos nur. Nur vier Holos. Ich mache jetzt zwei Booster zeitgleich auf. Zack. Zack, zack, zack. Numero 1. Bitte komm. Big Hit. Vermutlich kann man hier auch Karten rauskriegen, die dann eine Unterschrift oder eine Signature drauf haben in verschiedenen Farben. Und das wäre mein Ziel, weil sowas gab es ja auch im Patreon. Das sind dann die Karten, die man haben möchte. Hallöchen, wer bist du denn? Wieder eine Pi. Da ist auf jeden Fall die Schrift Gold. Ich glaube, die mit P sind was Besseres, ne? Weil da ist die Schrift zumindest auf der Karte Gold. Seht ihr das, dass das Gold ist? Oben und da unten der Text. Und das haben nur die beiden, die hier und die hier. Die mit M drauf haben das nicht. Das muss also was Selteneres sein. Vielleicht sollte ich mal auf der Webseite von Fabled nachlesen, was die Seltenheitsstufen dann sind tatsächlich. Weil ohne das zu wissen, also ich leite mir das nur ab, ich weiß es halt nicht. Das ist halt gerade die Schwierigkeit. Und wieder nur eine Rare. Also wir haben jetzt 5 Stück aus einem Display. Soweit. Müssen wir mal gleich, oder guck ich dann mal gleich, welche davon besonders ist, welche nicht besonders ist, ob da überhaupt was Besonderes bei war. Ne? Weil das interessiert mich als Sammler ja. Ich will das Set auch gar nicht voll machen oder sowas. Da habe ich gar kein Interesse dran. Aber zumindest sich mal ein bisschen die Karten angucken, weil die Artworks es zumindest ja verdient haben. Nice, wen haben wir da? Wieder eine M. Da ist sie. Hallöchen. Also Hit Nummer 6. 6 Hits und 2 besondere Hits, vermute ich mal. Bis jetzt. Wobei alles ja komplett random angeblich ist, ne? Es gibt keine garantierten Hits in den Boostern, es ist alles random. Und das würde man sich ja theoretisch eigentlich auch wünschen, ne? Denn das macht es ja aus, sich Displays und Booster zu kaufen. Wenn man sagt, okay, pro Display oder pro Case oder pro Dings hat man irgendwas Besonderes drinne, einmal, dann holen sich die ganzen Händler die Cases, machen so lange auf, bis sie das Besondere raus haben und verkaufen den Rest dann halt für Normalpreis weiter. Und holen sich das nächste Case und machen da wieder den Hit raus. So, also gibt's immer Leute, die sowas machen. Leider. Leider, leider. Ich habe, wie gesagt, hier nur zwei Displays. Zwei Boosterboxen, zwei Displays. Mehr habe ich nicht. Von Archnotes. Fabled as Archnotes. Nächstes Pack hier. Die Karten wirken auch sehr dünn, muss ich sagen. Das sind halt normale Papierkarten irgendwie. Die kann man auch ganz easy theoretisch biegen, wenn man das möchte. Also, ne? Das ist jetzt nicht besonders starkes Papier oder so. Hm.
Also ganz so robust schätze ich es auf jeden Fall nicht ein. Also gut schützen die Dinger. Wenn ihr wollt, dass der Zustand auch gut bleibt. So, was haben wir noch? Was haben wir noch hier drin? Noch ein paar Doubles? Noch ein paar Duplikate, die wir schon haben? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und... okay. Codal of Storms. Saveli. 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 So. Aber wie gesagt, Artworks gefallen mir sehr gut. Kartenqualität könnte noch ein bisschen besser sein. Ich mag die Vorderseiten nicht so, dass die so einfach glatt sind. Wobei es bei den Holos ja nicht so ist. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Aber... ja, auch bei den Rares zumindest hätte man sich noch irgendwas einfallen lassen können, dass die sich noch mal ein bisschen abheben. Von der Oberfläche einfach, ne? Ansonsten habe ich eigentlich nichts auszusetzen, ja? Die Karten könnten halt ein bisschen dicker sein und die Rares könnten noch ein bisschen besonderer hervorgehoben werden, außer dass da unten so ein rotes Symbol ist. Finde ich. Die Artworks sind erschlagend gut. Da kann man definitiv nicht meckern. Und... wen haben wir? Team Up. Okay. Zwei Booster haben wir jetzt noch. Zwei Booster nur noch. Bin gespannt, ob da noch ein Hit rauskommt. Ich hoffe es ja. Sonst wird das irgendwie ein bisschen mager. Für ein Display. Aber wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung. Vielleicht ist da auch der krasse Hit bei, der das Display schon wieder finanziert hat, theoretisch. Das wäre crazy. Aber mal schauen. Muss ich mal schauen. Wir haben den nächsten Holo-Hit auf jeden Fall rausgezogen. Das heißt, im letzten wird wahrscheinlich nichts mehr sein. Waren dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Holos. Zwei besondere mit P. Was auch immer das bedeutet. Werde ich noch herausfinden. Ich gucke gleich einfach mal spontan auf die Website. Und dann finden wir es raus. So, letztes Booster. Last Pack Magic, Leute. Und wir ziehen wieder Doubles ohne Ende hier. Haben wir alles schon gesehen. Und noch ein Hit. Ja, sehr gut. Aber leider auch wieder nur ein Standard-Hit. Ich glaube sogar, dass wir den schon haben. Oder ist das nicht die hier? Doch. Sogar ein Double-Holo-Hit. Miese. Miese, miese. Das ist nicht das, was man möchte. Aber so ist das. Kann passieren. Ne? Kann passieren. Ist okay. Das sind unsere Hits. So, ich mache jetzt mal Kamera wieder normal. Was haben wir gehabt als Hits? Wir haben einmal gehabt Celeste, Blinding, Luminescence, dann zweimal Feria of the Holy Alignment, dann haben wir Rontimus, Indomitable Will oder so, und dann hier diese besondere Scorching Serenade, die sieht Hammer aus auf jeden Fall, die haben wir schon vorgelesen, ne, haben wir nicht vorgelesen, das ist ein Astralis Cordesi. Und das ist ja die Rosalie. Und das hier ist das Glistleblade. Auch mit goldener Schrift drauf. Also, spannende Geschichte. Ja gut, Leute. Also, wie ihr hier sehen könnt, jetzt hier neben mir, ne, also auf der Seite, haben wir pro Pack... wo steht's? Hä, bin ich blöd? Ich hatte es doch gerade noch offen. Da. Da ist es doch. Each Archnodes Booster Box comes with 24 Packs. Also, jedes Pack hat... beziehungsweise jede Box hat Minimum zwei Parables. Das sind dann die mit dieser goldenen Schrift. Das sind meine zwei Parables. Hier, Moment, jetzt seht ihr es nicht. Das sind meine zwei Parables gewesen. So, dann haben wir sechs Mystics. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mystics, ja. Haben wir auch gehabt. Ne? Eine doppelt davon. Und 16 Rares. So. Das heißt, 8 Holos per Box at Minimum. Ich habe genau 8 Stück gehabt. Also, Parable ist das Seltenste, was man haben kann. Dann gibt es Mystic, Rare und Basic. Ja, alles klar. Alternate Art Rainbow Serialized Scripts. Boah, gibt es auch noch. Krass. Haben wir leider nicht gehabt, solche Secret Rare Geschichten. God Packs gibt es auch, haben wir auch nicht gezogen. Secret Rare God Packs are average 1 every 50 boxes. Also sehr schwer zu ziehen. Ja, krass. Dann muss ich mal gucken, ob die überhaupt
gut was wert sind, weiß ich nicht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wie fandet ihr das Opening? Wie fandet ihr die Karten? Wie fandet ihr die Qualität? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls ihr Infos haben wollt, guckt gerne noch auf der Fabled S Webseite nach. Da findet ihr alles Mögliche an Informationen hier. Bla 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 bla. Revenge bla bla bla. Ne? Guckt einfach rein. Zieht es euch rein. Ihr kriegt ja auch alle Karten über den Card-Index dargestellt. Ganz einfache Geschichte, falls ihr wissen wollt, was alles im Sample-Sense sind, was ihr daraus ziehen könnt, was ihr daraus ziehen könnt. Einfach draufklicken. Zack. Und schon kriegt ihr eure Karten angezeigt. So, wir klicken jetzt mal auf die Booster, die wir heute geöffnet haben. Dann sehen wir hier einen Haufen an Karten. Hier zum Beispiel die Karte, die ich gezogen habe, unter anderem. Ja, hier ist sie. Genau. Schön, ne? Schön, schön. Würde ich auch sagen. Alles klar, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, und sonst brauche ich nichts mehr sagen. Gebt einen Daumen hoch. Mal gucken, was wir als nächstes öffnen. Falls ihr irgendwas ertauschen wollt, gerne per Discord, Instagram oder so melden. Collect and Trade, checkt die Links in der Videobeschreibung. Danke und bis dahin. Ciao.